waren sie sehr bescheiden und waren hinter den Kulissen. Heute wollen wir gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen, Dr. Leibmann. Was ist der Prozess, welches die Frauen im Laufe der Geschichte, unserer Geschichte, durchlaufen haben? Welche die Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Gesellschaft in Bezug zu ihnen verändert hat? Die Frauen, die heute und bis zum heutigen Tag unsere Wahrnehmung heute gebildet, geschaffen haben. Wie sehen Sie die Dinge, Dr. Leibmann? Ich werde mich jetzt anstrengen müssen. Zuerst einmal möchte ich dir sagen, die Geschichte entwickelt sich entsprechend dem allgemeinen Aufbau der Gesellschaft, des Universums, von allem. Genauso wie wir es aus der Kabbalah lernen. Das ist ein Aufbau, in dem es 10 Sephirot gibt. Und sie beginnen alle damit, dieser Aufbau entwickelt sich von oben nach unten, von Ketra bis hin zu Malchut. Und obwohl das alles in Bezug zum Malchut und in Bezug zum weiblichen Teil in diesem Aufbau ist, welche Malchut ist, aber bis das zum Malchut gelangt und bis sich alles das entwickelt, befindet sich die Frau hier immer in einer verborgenen, versteckten Rolle. Und wir sehen das im Laufe der ganzen Geschichte, in allen Kulturen und Völkern, in allen Zeiten. Und es gibt nur einen wirklich Unterschied im Volk Israel, in welchem die Rolle der Frau etwas mehr ausgeprägt ist. Vielleicht nicht, auch nicht viel mehr, aber mehr ausgeprägt ist. Wenn wir nehmen Adam und Eva und danach mit allen Heldinnen, die Männer begleitet haben auf ihrem Weg. Wir sehen das, wir können das beobachten in sehr vielen Dingen, sogar Frauen, welche nicht dem Volk Israel angehört haben. Immer durch sie passierten verschiedene Ereignisse. Wie sagen wir zum Beispiel Batya, die Tochter des Pharaos. Das ist nicht nur die Tochter vom Pharao, sondern Tochter Batya, Bat Yudkei, Buchstaben. Das heißt, eine Frau, die eine höhere Rolle erhalten hat, von oben. Sie haben eine Aufgabe und noch weitere im Laufe der Geschichte. Wir öffnen den Tanach, die Bibel, und wir sehen, wie mehr und mehr immer Frauen eine besondere Rolle eine sehr positive Rolle eingenommen haben. Und deshalb sogar bis nach den Zeiten des Tanachs, der Bibel, Frauen wie die Frau von Rabbi Akiva und noch weitere bis zum heutigen Tage. Zum heutigen Tage ist es bereits etwas ganz Besonderes. Als wir bereits in die Zeit des langen Exils eingetreten ist, welche schon bereits 2000 Jahre andauert, befinden wir uns bereits in einem anderen Zustand. Dass jetzt im Laufe dieser 2000 Jahre es eine Zeit gegeben hat, dass die Rolle der Frau noch verborgener gewesen ist. Und auch die Rolle des Exils, die Rolle der Frau. Heute, wenn das quasi passiert, so können mehr und mehr Frauen Freiheit bekommen und erhalten eine besondere Rolle. Und das besonders im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert und besonders im 21. Jahrhundert, in welchem wir uns bereits in einer Situation befinden, in welchem die Frau sich zu einem dominanten Teil der Entwicklung wird. Wir sehen das heute auch in der irdischen, physischen, modernen Zeit, wie sehr es Führungskräfte, wie sehr Frauen Führungsqualitäten aufweisen, Länder anführen und so weiter. Und je mehr wir noch mehr uns vorwärts entwickeln, sehen wir, dass im Endeffekt nicht nur die weibliche Kraft, sondern das Bild der Frau sich mehr in ein
Wichtigeres verwandelt. Und im Endeffekt, wir auch beobachten können, dass die ganze Welt nur einzig dafür existiert, um Malchut zu erheben, welches der weibliche Teil ist. Das Weltanschauungsmodell, dieses Modell über allen anderen Modellen erhebt. Und absolut, obwohl eine Frau immer wieder Malchut immer in Verborgenheit gewesen ist, weil es die letzte Sphäre ist, aber in der letzten Etappe wandelt sie sich in die wichtigste von allen, weil sie aus ihrem Verborgenen emportritt und sich in ihrem Ochoser bis zu Keter offenbart und so folgt, dass ihre Aufgabe gerade die wichtigste Aufgabe von allen ist. Obwohl jede Frau von Natur aus immer verborgen, verhüllt war, die ganze Zeit, aber jetzt tritt sie heraus hinter der Kulisse auf die Bühne und verwandelt sich in den wichtigsten Teil, zum wichtigsten Teil der Menschheit. Und deshalb denke ich, dass das 21. Jahrhundert, gerade in unserer heutigen Zeit und weiter, wir diese Zeit so betrachten müssen, welche der Frau mehr Zeit und Raum einräumt, um sich vorwärts zu entwickeln und sich zu beweisen, unter der Bedingung, wenn wir davon reden, dass die Frau wirklich ihre Rolle, ihre Aufgabe kennt und die Kenntnis über die Weltkorrektur hat. Und solche Frauen können die Welt zum erhabenen Ziel führen können, vor dessen Umsetzung wir jetzt stehen. Nochmal, aber es scheint, dass die Entwicklung der Frau immer wieder in Verspätung war zu dem, was die allgemeine Entwicklung war, wenn das so gewesen ist. Wenn es so ist, warum passiert das so? Doch glaubt man, ja, du hast recht, es scheint so. Es scheint so, weil ich wiederhole mich wieder, weil die Frau ist der 10. Teil. Und Malchut ist die letzte Sephira. Das ist der weibliche Teil der Seele, der letzte Teil. Aber sobald dieser Teil bereits empfängt, und anfängt, eine Einschränkung zum Zumassach auf Hoser vor sich zu geben, so fängt an, ihre Kraft in allen Sphirot zu leuchten, sich zu offenbaren. Das ist die Sache des Oriashars und Orochoser, des direkten Lichtes und reflektierten Lichtes, wo sich beide miteinander verbinden und wirklich die Menschheit die Rolle der Frau geringschätzte, sie verabsolut zu erkennen und sie nicht ehrte ihre Aufgabe, so wie es sich gebührt. Aber das alles sollte sich jetzt in der heutigen Zeit korrigieren, denn jetzt sind wir auf die letzte Stufe angelangt, wo die Frau sich bereits zeigen soll, beweisen soll. Nizza, wir sehen, dass die wesentliche Veränderung, als die Frau nach vor sprang, im 19. Jahrhundert bereits begonnen hat, wo Frauen bereits angefangen haben, für ihre Rechte einzustehen, für gleiche Bildung, gleiche Chancen. Sie haben Frauen weiter vorangebracht, aber auch die Gesellschaft als Ganzes. Es war ihnen wichtig, diese Dinge zu entwickeln. Es ist wirklich eine weibliche Kraft, welche anfängt, sich mehr auszuprägen, beginnen wir bereits mit 19. Jahrhundert. Das glaubt man, es ist nicht einfach so, die Frau hier vorwärts zu bringen, ihr Raum zu geben, sondern eine Frau, welche heute auf die Weltbühne tritt, in der Geschichte, in der Politik, in der Welt, in der Erziehung, sie zieht hinter sich alle anderen Schichten des Volkes, des bürgerlichen Volkes, des Landes mit. Sie verändert alles. Wir geben nur einen Platz, einer Frau die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und sie verändert alles. Nizza, worin sind Sie in unserer besonderen Zeit? Sie sagten, das 19. Jahrhundert eine neue Welle, eine neue Entwicklung ist. Was ist besonders in der heutigen Zeit? Dort bleibt man,
Die Zeit ist jetzt so besonders, weil wir jetzt zum Ende der Korrektur der Menschheit gelangt sind. Wir haben noch sehr viel auf dem Weg, was wir korrigieren müssen. Aber im Großen und Ganzen, gemäß der Zeiten, gemäß der Dinge, die jetzt passieren, befinden wir uns bereits am Ende des Prozesses. Und deshalb wird von Tag zu Tag die Rolle der Frau immer ausgeprägter. Eine Frau wird mehr und mehr fordern, denn die Naturkräfte in ihr treiben sie auf so eine Weise voran. Auf der anderen Seite wird die männliche Kraft sich mehr und mehr in Bezug zur weiblichen Kraft unterwerfen. Und wir müssen hier besondere Korrekturen leisten, das heißt, der Frau zu erklären, wie sehr ihre Aufgabe wichtige Aufgabe ist, und dass sie ihre Aufgabe in die Hände nimmt und die Aufgabe nicht gering schätzt, sondern wenn die Frauen nicht ihre Aufgabe in die Hände nehmen, so lassen sie diese Aufgabe den Männern über. Aber Männer können bereits nicht mehr so funktionieren wie vorher. Und so folgt daraus, dass Männer bereits nicht funktionieren und auch Frauen nicht mehr richtig funktionieren. Und so haben wir eine Art, einen leeren Raum in der Mitte. Und das ist eine sehr gefährliche Zeit. Das sind jene Zeiten, in welche wir jetzt eintreten. Nochmal, was ist genau der Unterschied zwischen der Führungsrolle einer Frau und der Führungsrolle eines Mannes? Und wie kann man diese beiden miteinander kombinieren? Dr. Leitmann. Zuerst einmal, sowohl Männer als auch Frauen, wenn sie nicht das Endziel der Schöpfung und das Schöpfungsprogramm kennen und wie sie das Leben steuern und wie diese Dinge sie zu etwas bringen müssen, was die Natur von uns verlangt, gemäß der Natur zu agieren, so wird es nicht auf schöne, gute Weise an keinem Ort auf der Welt funktionieren. Wir müssen deshalb zuerst einmal die Erziehung hier Erziehung aktivieren. Als Ergebnis von der richtigen Erziehung werden Frauen mehr führende, klarere Aufgaben, größere Aufgaben, echtere, wahre Aufgaben in die Hände nehmen als vorher. Das heißt, wir sehen hier, dass die Zeit der Menschheit bis zur letzten Etappe die Menschheit nicht zur endgültigen Korrektur eintritt mittels der Verbindung des Schulungsweises der Kabbalah und so weiter und das Erheben, das Entstehen von Systemen aus der Verbindung heraus, Zehner und so weiter, bis das nicht wirklich auf reale Weise passiert, so werden Männer, wie in der ganzen Geschichte, werden weiter in ihrer Rolle verbleiben. Aber sobald wir die Methode der Verbindung, der Erziehungsmethode verbreiten, die Arbeit im Zehner, in einem Kreis und all das zu einer großen Seele Adams verbinden, so treten Frauen mehr hinaus und sind ausgeprägter, aufregender. Und so sind Männer auch sicherer im Entstehen von Systemen, Mechanismen, inneren Mechanismen der Gesellschaft. Und Frauen gehen hinaus zu einer äußerlichen Arbeit. Deshalb sage ich immer, dass die Aufgabe der Verbreitung mehr eine Aufgabe der Frau ist. Das heißt, sie geben uns einen sehr revolutionären, Blick auf die Dinge, die Korrektur, die die Menschheit machen muss, in Verbindung zur Rolle der Frau. Das ist interessant, an jede Frau, welche im Laufe der ganzen Geschichte immer hinterrücks gestanden ist, jene Gesellschaft, die auf die Frau als eine Art Erscheinung geschaut hat, die man nicht in Kauf nehmen muss. Sie muss plötzlich auf die Bühne treten und diese Aufgabe in die Hand nehmen. Aber genau, Männer sind damit einverstanden. Das ist interessant. Männer sind damit einverstanden. Natur wirkt jetzt so, dass sie der Frau das Recht gibt, vorwärts zu gehen. Und es gibt keinen Störfaktor, kein Hindernis. Niemand steht. Schau, in der ganzen Welt, außer in den diktatorischen Regierungen, sagen wir in Südamerika, in Russland und so weiter, in allen anderen weiteren Ländern, das, was niemals der Fall gewesen ist.
Es ist bereits ein Wunder, das ist bereits nicht jetzt, sondern bereits, es ist in den letzten 100 Jahren so gewesen. Wie kann es sein, dass in England das passieren wird? Aber nochmal, weil wir uns jetzt zu diesem historischen Prozess beziehen, gibt es eine Frage diesbezüglich. Die Eigenschaften zu führen werden in einer Frau immer sein. Eine Frau ist damit geboren, jede Frau. So bleibt man wieder. Das ist die Sache der Entwicklung. Es gab immer Führungsqualitäten bei einer Frau, aber im Rahmen, im kleinen Rahmen, im Rahmen des eigenen Hauses. Und dort ist der Mann nicht in der Lage, was anzuführen, zu organisieren. Jetzt steck einen Mann in eine Klasse oder in eine Wohnung. Das hat alles richtig organisiert. Er weiß nicht, wo die Messer, wo das Geschirr ist, wo das ist. Er hat keinen Verstand, kein Wissen, Dinge auf kleine Dinge, kleinen Dingen Beachtung zu schenken. Im Laufe der Zeit, nur darin hat die Frau immer, war sie immer wieder die Vorreiterin. Im Laufe der Zeit kam es dann zu einer Veränderung. Und das hat nichts mit unserer Welt zu tun und nichts mit unserem Verstand zu tun. Das ist die innere Organisation entsprechend der Seele, welche langsam sich der Korrektur annähert, ist, dass die Frau sich bereits mit höheren, größeren Dingen verbunden hat, die über ihr stehen. Die Lichter von oben, von Ketach, Chochma, Bina bis hin zu Malchut, kamen ihr immer näher und näher und näher. Und sie fühlte sich mehr als in der Lage zu verstehen, was in der Welt passiert. Und bereit eigentlich ist, ihre Meinung kundzugeben zu all diesen großen Dingen. Nicht dort, wo der Salz, Pfeffer ist in ihrer Küche. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern die Rede ist, dass sie sagen kann und auch den Mann, auch dem König, einem König bestimmen kann und auch ihren Mann, ihren Gatten und auch einer Regierung, auch dem Parlament. Sie kann hier ihnen verschiedene Lösungen anbieten, Hilfeleistungen anbieten. Das nicht nur ist, wie ich koche, sondern wie kann ich die Politik richtig kochen? Wie kann man die Dinge richtig organisieren? Und wir sehen, wie erfolgreich Frauen darin sind. Und übrigens, gemeinsam mit dem waren auch diese Frauen Führungskräfte, also auch Mütter. Auch Mütter, das eine gibt das andere nicht auf, aber wieder, weil die Zeit so ist, dass die höheren Lichter sich mehr und mehr Malchut annäherten und der Malchut ein Licht gegeben hat, das erfüllt eine Frau, dass sie in der Lage ist, bereits damit zu arbeiten. Sobald sie damit arbeiten kann, ist sie in der Lage, diese Dinge besser zu organisieren als ein Mann, weil sie die letzte Sephira ist und sie gibt das größere Echo, Obchoser, und verbindet alles Sirot, welche vorher hier waren, und kann sie alle organisieren und sie alle umdrehen. Der Mann bleibt scheinbar in seiner Aufgabe hängen, stecken, eine besondere Aufgabe, bestimmte Aufgabe. Und die Frau hat eine Kraft, genauso wie mit den Kindern in einer Gruppe im Kindergarten. Und sie kann über alle herrschen und hat Kopf für eine und für 1001 Sachen. Nochmal, Natur gibt jeder Frau die Eigenschaft der Führungsqualitäten, Qualität jeder Frau. Da glaubt man ja. Die Frage ist nur, in welcher Form, auf welche Weise. Nicht alle können wie Margaret Thatcher sein oder Golda Meir oder andere Frauen. Es gab sehr viele bekannte Damen. Trotzdem ist es eine sehr besondere Form. Ich denke, dass in der heutigen Zeit man bereits gänzlich mit Gewalt alle Männer nach Hause schicken müssen, sich um die Küche zu kümmern und um die Windeln zu wechseln. Und die Frauen sollen zum Parlament kommen.
Nizza, wie würden Sie jene Eigenschaft der Führungsqualität der Frau definieren in Bezug zu dem, dass wir jetzt in unseren Reihen Frauen motivieren sollen, um die Gesellschaft zu einem neuen Ort zu führen? Dr. Leibmann, wir wissen, dass in jedem Ort, wo eine Frau arbeitet, es immer dort Ordnung gibt. Die Welt braucht keine Gewaltakte, Kraft, seine Kraft, seine Machtausübung eines Mannes, seine Männlichkeit auszubringen, das ist alles ein Blödsinn. Die Welt bedarf jene Frau, jene ausgeglichene Frau, welche sich widmet, welche frei ist von allen Blödsinnigkeiten von Frauen, die sich quasi immer zeigen wollen, sondern eine Frau, welche doch in der Lage ist, alle Dinge richtig abzuwägen. Für die ist es gut, dass ihr, wenn sie ihr Land, ihr Volk, wie ihr eigenes Haus sieht, dass es ihr wichtig ist, dass sie sich darum kümmern möchte, dass sie sich sieht, wie sie all diese Parteien, Regierungen quasi richtig ausbalanciert. Nur eine Frau kann das bewerkstelligen. Nochmal, was haben wir bis zum heutigen Tage nicht zu Genüge gemacht oder schlecht gemacht? Dr. Leibmann, ihr seid nicht männlich genug. Nizza, was heißt das, nicht männlich genug zu sein? Dr. Leibmann, hört auf, nachzugeben. Nizza, sollen wir unseren Platz fordern? Dr. Leibmann, mit Gewalt. Ihr habt genug Gesetze in jedem Land, damit Frauen fordern, jene Herrschaft, jene Führung, die sie verdienen, Führungsrolle, Führungsstellung, damit ihnen Kraft gibt, zu zeigen, wie sehr sie doch in der Lage sind, die Regierungen auf richtige Weise aufrechtzuerhalten. Nizza, lassen Sie uns richtig hier eine Ordnung machen. Was sind jene Forderungen von Frauen, welche für ihre Rechte, für sich selbst, für zu Hause einstehen? Ich glaube, das ist Blödsinn, das ist klein, das ist wirklich Nizza. Und zu jenem Krieg, welchen Sie hier aufrufen, ich rede von einem geistigen, spirituellen Krieg, einem inneren Krieg. Eine Frau ist verpflichtet, als Ergebnis aus unserer Erziehung, die wir geben, muss sie sehen, dass das das Wichtigste von allem ist. Und dass sie die ganze Welt verpflichtet, genauso wie die Mutter ihre Kinder verpflichtet, zu lernen, alles richtig zu organisieren, zu ordnen, zur Schule zu gehen, zu lernen und zurückzukehren, sich zu duschen und wie eine Mutter, eine fürsorgliche Mutter, die quasi auf so eine Weise die Welt aufbaut. Und so sollen wir die Rolle der Frau sehen. Nochmal, was ist genau die spirituelle Forderung, von der Sie sprechen? Doch gleich mal, die spirituelle Forderung ist, dass die ganze Welt die richtige Aufgabe der Frau, die Erfüllung der richtigen Aufgabe der Frau fordert, dass sie sich beschäftigen mit der Erkenntnis, mit dem Erlangen des höheren spirituellen Ziels der ganzen Menschheit. Nizza, was meinen Sie? Meinen Sie, dass wir quasi die Kraft des Menschen verstärken? Was meinen Sie? Was hat das zu tun mit der Gesellschaft? Dr. Leibmann, genau, in der Gesellschaft löst sich alles auf. Wenn wir uns auf richtige Weise miteinander vereinen, verbinden, so geben wir damit dem höheren Licht, der höheren natürlichen Kraft, die Möglichkeit, in uns einzudringen und sich um uns zu kümmern. Das ist die Rolle, die Aufgabe der Frau, die Aufgabe einer fürsorglichen Mutter. Nizza, kann man hier das zusammenfassen und erklären, dass der Konflikt nicht hier um die Rechte der Frau geht, sondern es geht hier um unsere Fähigkeit, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Da bleibt man natürlich, ja genau, keiner glaubt, dass eine Frau obwohl es solche gibt, die darüber sprechen, wir müssen jetzt, Frauen, wir werden jetzt aufsteigen und wir werden diesen Männern zeigen, was wir sind. Nein, davon ist nicht hier die Rede. Wir reden darüber, dass eine Frau den Frieden möchte. Nochmal, kann man sagen, dass bis zum heutigen Tag im Laufe der Geschichte wir gesehen haben, dass es individuelle Frauen gab, wenige Frauen, welche den Weg gelegt haben, die Steine gelegt haben und heute bereits etwas Globaleres, Allgemeineres passiert. Dr. Leibmann, nicht nur. Wir können beobachten, dass Frauen
auf die Bühne gehen können, aber es fehlt ihnen, es mangelt ihnen an Wissen, an Anbindung, Verbindung und an Organisation, und sind sie nicht organisiert. Wenn sie in der Lage sein würden oder sich entwickeln wollen, so werden sie gut lernen müssen, dementsprechend auch sich richtig verbinden müssen, ihre Aufgabe, ihre Rolle anzuerkennen und mit richtigem Verstand, mit richtigem Gefühl und Empfindung ihre Aufgabe, ihre erhabene Aufgabe erfüllen. Es gibt ja einen großen psychologischen Wandel, welche Frauen durchlaufen müssen, von dem Sie hier sprechen. Dort glaubt man, es gibt aber keinen Ausweg. Sagen wir, du hast kleine Kinder und sie müssen ungewollt, sie müssen auf eine Universität aufgenommen werden. Und wenn sie nicht aufgenommen werden, wird es, Gott behüte, ihnen sehr schlecht gehen. Was machst du dann als Mutter? Was tust du dann in seinem Fall? Nizza, das heißt, bis zum heutigen Tag, das heißt, die Einstellung zu Frauen heute eine bestimmte war, welche heute unsere Wahrnehmung, unser Bild beeinflusst haben, sagt man uns, heute seid ihr dran. Aber die Frau steht auf dem sagt, Moment mal, wir waren im Laufe der Geschichte niemals auf der Bühne, jetzt müssen wir nach vorne brechen, so eine Art Wandel. Was kann den Frauen dabei helfen, ihre Rolle anzuerkennen, ihren Ort einzuschlagen, der für sie bestimmt ist, Dr. Leitmann? Einzig und allein die richtige Erziehung. Denn ich sehe, denn sobald ich ihnen das erkläre, aber dann fangen sie an, miteinander zu sprechen, sofort das, was ich erklärt habe, verloren, und sie fallen wieder reden sie wieder über die Küche, über das Haus und so weiter. Nein. Was würden Sie uns als Frauen empfehlen, fragt Nizza. Uns Frauen empfehlen, Dr. Leitmann. Nehmt währenddessen kleine Aufgaben auf euch in unserer Gesellschaft, sagen wir im Nebaruch, in unserer Organisation. Nehmt auf euch solche Dinge, welche langsam aus diesen Dingen, die hier Erfolg haben, jene Frauen, die erfolgreich sind, von ihnen man bereits langsam allmählich anfangen kann, eine Art, eine Gruppe von Führungskräften organisieren kann. Nochmal, um diese Aufgaben zu entwickeln, um diese umzusetzen, ist die Frage, was ist jenes Volumen, jenes Spektrum, auf welches wir uns ausrichten müssen, uns natürlich selbst ausrichten müssen. OFEC, was heißt OFEC? Man muss wissen, was das Schöpfungsprogramm ist, die Rolle, die wir haben, welche Etappen wir erlangen müssen. Kurz gesagt, all diese Dinge, die wir von jetzt an weiter brauchen, das ist die eine Sache. Zweite Sache ist, dass wir OFEC, dass wir uns auf so eine Weise weiterentwickeln, dass in Zukunft jene Frauen, welche jetzt damit anfangen, zu lernen, sich zu bilden, sich darauf vorbereiten, jene führende Kräfte der Gesellschaft und der Menschheit zu werden. Nochmal, wie kommt diese Veränderung zum Ausdruck? Dr. Leitmann, indem das ihr fühlt, ich meine jene große Gruppe, internationale Gruppe, Weltgruppe, Frauengruppe, welche fühlen, dass ihr zu einer besonderen Aufgabe kommt, zu ihr hervorgerufen und in Bezug zu dieser Aufgabe seid ihr attackierender, weniger bescheiden, bereit seid, jede Sache auf euch zu nehmen, um die Menschheit aus dieser ganzen schlimmen Zustand, der vielleicht vor uns steht, zu retten, wenn wir nicht diesen Zustand jetzt richtig umsetzen. Nochmal, Nizza, Dr. Leitmann, wow. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Wir werden noch weitere Gespräche zu diesem Thema. Dieses Thema ist sehr interessant. Nicht nur der
Geist und auch fordert uns als Frauen heraus, denn das erweckt uns, etwas zu tun. Doch glaubt man, zu was für einer Aktion habe ich euch jetzt motiviert? Nizza, so wie Sie erklärt haben, die Aktion nach außen zu gehen, die Gesellschaft zu organisieren, zu ordnen, zu verstehen, wohin das alles funktioniert und geht, doch glaubt man richtig. Nizza, sehr viele Erklärungen, es gibt sehr viele Dinge, die wir hier durch lernen müssen. Wir danken Ihnen sehr für dieses Gespräch, Dr. Leibmann, und wir würden uns freuen. Dr. Leibmann, ich bin sicher, dass ihr es schafft und dass ihr in der Lage seid. Und ich würde mich freuen, in jeglicher Hinsicht euch zu helfen, in allem, was ich kann. Viel Erfolg wünsche ich euch. Nochmal danke sehr und danke auch den Zuschauern. Danke sehr.